Ja, hallöle Popöle, zu einer neuen Aufnahme Assassin's Creed. Ich weiß jetzt mal wieder nicht, wo ich bin. Was heißt hier im Zielgebiet bleiben? Wer da vorne will irgendwas? Ah, ich muss... Aha, mein Pferd besteigen. ja. Was will der Kerl? Was ist los? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassine. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Aha, wer bist du, guter Mann? Ich habe gar keine Ahnung. Die letzte Aufnahme war Jahrzehnte her. Ein Monat oder noch länger. Ein Wow-Wow. Kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Aha. Der Kulpering. Was ist der Kulpering? Was ist hier los? Wunderschön, wie die Häuser da hinten laden. Schaut aus wie Need Speed 3. Alter Scheiß. Ich will ein bisschen schneller hier mal reiten. Ich will mal fahren sagen, ich weiß nicht warum. Oh, es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld, nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Verfolge ich mal diesen Kerl da. Diesen sogenannten Fälscher. Und die Katze will rein. Oh, hat sich umdreht. Er sieht mich. Oder? Ja. Dich zu sehen. Ich habe in letzter Zeit die Angewohnheit, dass ich immer so mach. Warum auch immer. Beweg dich, alter Mann. Etwas am Verzweifeln. So, so. Toll. Hui. Okay. So ein Zufall, weil sonst wäre ich jetzt einfach voll auf dem Boden. Oh.
Oh. Oh. Ich wollte mich eigentlich nur wegdrehen. Das war alles geplant. Das war geplant. Uns klar. Oh. Oh. Buggy Bug Bug. Ja, ja. Die Musik ist halt richtig passend, ey. Das sollte man ja eigentlich auch erwarten bei einem Spiel. Ja, was ist denn los? Bin gerade ein bisschen ruhig. Oh Gott. Scheiße. Ich war gerade total. Das letzte Mal, dass das mit dem Scheißdeck. Was? Belauschen erfolgreich. Ich habe nichts verstanden. Das letzte Mal, als ich das gehört habe, also als das mit dem Belauschen kam. Das war irgendwann mal ganz am Anfang. Ich glaube in der zweiten oder so. Zweiten Kapitel. Aber es lief gerade irgendwie skurril, ich weiß nicht. Assassin's Creed ist nicht mehr das, was es mal war. Früher war das irgendwie anders. Einfacher vielleicht? Oder bin ich einfach nur hier ein bisschen abgelenkt, weil ich nebenbei noch laber? Ja, was ist jetzt? Beweg dich, alter Mann. Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr. Sonst hätte ich jetzt nämlich den Bogen ausgewählt, falls man den irgendwann mal braucht. Ja, warte. Ach so. Das ist geplant. Ich dachte gerade, der ist jetzt einfach nur so da reingesprungen. Oh Mann, ich habe mein Mikrofon viel zu weit weg. Jetzt müsste es, glaube ich, ungefähr passen. Ich bin nicht hier. Dass ich trotz... Oh, wollte gerade sagen, dass ich mit der Waffe noch klettern kann. Die Waffe ist cool. Finde die voll cool, da kann man zustechen und schießen. Zugleich. Wow. Was für eine Innovation überhaupt. Yay. Was ist jetzt schon wieder los? Hallo. Oh. Ja. Scheiße. Nein. Gleich wirst du bluten. Mann. Zieh fix. Nur weil man da ausnahmsweise mal nicht an der Wand hochkommt. Und jetzt? Oh.
Scheiße. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! So ein Feigling. Lade. Bildschirm. Lade. Bildschirm. Was heißt denn noch einer? Er ist da drüben. Ob ihr ein Farmer mit einer Rekordernte seid? Ich versuch uns abzuhängen. Er ist da drüben. Mach dich vom Ackermann. Das ist mein Geld. Muss ich den töten oder nur verfolgen? Ich töte ihn mal. Okay, ich hab ihn gepackt. Ah. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr, mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Kommt, war doch nur ein kleiner Streit, Officer. Bist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Na toll. Und da stehe ich. Oh mein Gott, ein Bug. Broad Street. Mich vermisst, Süße. Was? Nichts zu sagen? Schwucht. Ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich hab da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus. Wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul. Erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul. Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Alter, Charles Lee schaut ja mittlerweile aus wie ein depressiver Säufer. Abnormal. So, ich kann noch nichts machen. Aber ich sehe, ich kann da jemanden belauschen und ich kann da was untersuchen. Tun wir mal erst einmal hier irgendwie interagieren. Ein Pisstopf oder was? Das riecht noch schlimmer, als es aussieht. Ein Scheißtopf? So schlimm kann es nicht sein. Sie haben weder Kosten noch Mühen gescheut. So, ansonsten.
irgend so eine Art Tisch oder so oder Stuhl. Ich habe noch nie gesehen, dass man es auch so machen kann. Weiter so und ich lass dich ins Loch werfen! Nochmal. Sei endlich ruhig! Ich sagte, lass es sein! Niemals! Ruhe da drin! Hier. Ich sagte, lass es sein! Oh, jetzt wiederholt er sich. Ja, sei endlich ruhig! Okay, ich glaube, der macht nichts mehr. Was sagst du? Er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja, und wie kommst du darauf? Der hatte Kurf irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, Messen kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Brachte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auch für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl und den übernächsten. Halt bloß dein Maul, sonst stopfe ich's dir. Reg dich ab. War nur ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Fand ich jetzt auch nicht so lustig. Yes. Einfach mal wieder hinlegen. Beschergard, der ist aufgewacht. Steh auf! Wo gehen wir hin? Mach keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch. Erinnert mich irgendwie an Mafia 2 oder so. War das da auch so? Da war der auch eine Weile lang was im Gefängnis. Was glotzt du so, Halblut? Was halt willst du, alter Maulsack? Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Doch, du Wichser. Mach vor mal zu, alter Sack. Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Ja, was soll das jetzt? Ich sollte versuchen, diesen Weems zu finden, wenn er fliehen will. Bitte tu mir nicht! Reißt euch zusammen, mein Herr. Er war ein guter Mann, der immer an die anderen dachte. Wirklich, ein sehr großzügiger Mensch. Oh. Ja, was, Alter? Ach, fuck. Ich verstehe nichts. Hä, dieses Spiel erklärt mir nichts. Geh jetzt mal zu dem hin. Adlerauge aktivieren. Wie mache ich das, Alter? Früher wusste ich das doch immer. Das hat man in dem Teil irgendwie total wenig verwendet bisher. Nachahmen, mit dem wir zu Hause das Malz räuchern, als ein amerikanisches Sammelsurium. Oh, nee, das ist es nicht. Ah, da haben wir es hier. Fuck, was liegt der da rum? Da hinten sehe ich schon, da ist es golden, da unten. Aber ich schaue mich hier oben erst einmal um. Wie schmeckt der Brightwell, Bursche? Nicht so gut, hoffe ich. Aha. Alter, die Ansicht. Okay. Da unten ist er ja. Gehen wir mal zu dem hin. Entschuldigung. Was, Alter? Ich rempel dich nur. Bitte tu mir nichts. Ich tu dir doch nichts. Nein. So, was ist jetzt? Weems? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh. Man sagt, du kennst einen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Oh ja. Na gut. Bist du vertraut mit den Regeln? Dieser Namen kann ich nicht mal aussprechen. Die machen sich doch nur einen Spaß, um uns aufrechte Engländer zu verwirren.